Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Quest to Master. Der Anfang ist gerade ein bisschen blöd. Ich habe aus Versehen gerade auf Streaming starten geklickt, anstatt auf Aufnahme starten. Irgendwas läuft hier noch falsch. Das ist nicht gut. So, jetzt sollte alles funktionieren. So, mein Gegner war sehr nett. Und hat gewartet. Ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt vernünftig. Da gab es gerade ein paar Probleme. Könnte sein, dass ich zweimal kurz gestreamt habe. wollte ich so nicht. Sollte jetzt hoffentlich wieder funktionieren. Alle die, die am 20. Mai, 22. Mai eine Stream-Benachrichtigung von mir bekommen haben und dann gedacht haben, hä, der streamt doch gar nicht. Sorry. Dann wisst ihr jetzt, woran es liegt. So, wir sind... Gegen was spielen wir überhaupt? Gegen den Protoss. Der auch Double Gate eröffnet. Nein, das kann ich nicht machen. Nicht, wenn er mich hier so nett gelassen hat. Kann ich ihm nicht sein Gas klauen. Man muss ja auch so ein bisschen hier unserem Gegner das Ganze danken, dass er das gemacht hat. Und das tun wir in diesem Fall so. Wir werden allerdings gleich Adepten spielen und dann Phoenixes und mal schauen, ob er uns dann immer noch so lieb behandelt. So. Die sind natürlich ein bisschen besonders, dadurch, dass wir hier eine kleine Ramp haben und die Pocket Expansion, müssen wir natürlich immer darauf achten. Aber er hat ja nicht gewallt, unser Gegner. Und dementsprechend wollen wir das Ganze gleich mal schleunigst bestrafen. Schade, wenn er hier durchkommt, um ehrlich zu sein. Locken wir mal hier das Scouting. Nein, fahr hier doch durch. War es jetzt nicht ganz ideal, das Opening, aber ist egal. Trotzdem war es gut. Oh, schlechte Idee, schlechte Idee. Ist nicht gut für mich. Jetzt kommt doch jemand nach vorne, Adepten. Wir müssen gegenpressuren. Okay, wer hat da jetzt als Sieger von profitiert? Wahrscheinlich mein Gegner, weil ich habe leider nicht gut mich verhalten. Deshalb baut man die Wall eigentlich auch genau andersrum. Aber naja, habe ich nicht getan. Oh shit, der hat auch einen Oracle gebaut. Ganz merkwürdiges Spiel bisher. Wer ist der Nexus? Noch nicht da. Ich hätte auf jeden Fall eine Shield Battery bauen sollen. Das wäre sehr schlau gewesen. Hatte ich nicht irgendwo einen Phoenix gebaut? Wo sind denn jetzt die Stalker hin? Hier.
kann jetzt warpen. Was macht ihr denn jetzt hier? Hallo? Und warum ist hier dieses Oracle immer noch nicht tot? So, jetzt mal alle Worker bitte wieder zur Arbeit. Eigentlich ist das vielleicht gar nicht so schlau. Der Stalker inzwischen hier. Wo sind denn meine Stalker eigentlich? Ja, du darfst gerne auch attackieren. GG. Das habe ich nicht gut gemacht. Hab ziemlich viel Glück gehabt. Eine Shield Battery hätte viel geholfen. Aber er hat hier zum Glück alles verloren, weil seine Shield Battery auf Cooldown war, beziehungsweise leer war. Und das nach so einem Start, der schon so chaotisch war. Ein sehr, sehr interessanter Beginn hier. Mal schauen, ob sich das Ganze jetzt nochmal anders abspielt hier gegen den nächsten Protoss. Also ich muss mir dringend merken, dass ich die Wall genau andersrum baue. Dann hätte ich nämlich da noch eine Shield Battery bauen können und wäre alles gut gewesen. Und ich sollte auch dringend die Probe abstellen vorne, wenn ich weiß, dass mein Gegner Double Gate Opener gespielt hat. Das ist es, glaube ich, definitiv wert. Aber das sind eben auch die Erfahrungswerte, die man hier sammelt. Ich meine, ich habe ja die Wall prinzipiell, um das Ganze eben abzufangen. Jetzt muss ich mich nur noch vernünftig drum kümmern. So, good luck, have fun. So, du fährst gleich nach vorne, um das Gate zu setzen. Schönes Timing für Krone Boost. Und das Ding. Weiter proben. Dann müssen wir gleich das zweite Gate nehmen. Schauen, was er hier so macht. Das ist ein Gateway. Kann auf jeden Fall nicht das gleiche machen wie gerade eben. Schnell verhindern, dass er hier uns böse blockt. Das hatte er nämlich vor. Das habe ich gesehen. Zweites Gate nehmen. Und wir schauen hier, ob er eine Early Exit spielen will, weil das möchte er, glaube ich. Ich habe nur ein Gate gehabt. Wobei, ich hatte ja auch nur eins zu dem Zeitpunkt. Ne, da ist ein zweites Gate gewesen. Alles gut bei ihm. Ganz normal. Das war das zweite Gate. Wir brauchen dringend jetzt auch mal den Cybercore. So. Komm, Cybercore. Sein Cybercore ist definitiv deutlich schneller als meiner, weil ich ein bisschen gefailt habe. Den definitiv den Pile nach dem Core nehmen müssen. Das ist nicht gut. Wir werden diesmal auch keinen Adepten eröffnen, sondern Stalker. Und wir können halt auch seine Äxte diesmal nicht vernünftig blocken. Wir werden trotzdem früh auf das Stargate gehen, aber eigentlich müssen wir es halt jetzt schon bauen, so wie die Stalker. Wir sind da sehr, sehr spät dran. Das ist nicht gut. Man, es dauert natürlich eine ganze Weile, bis er da rüberkommen kann, aber trotzdem. So, du stellst dich einmal hier auf. Gegen dich auf den Hotkey 3. So, heilen. Und dann holen wir uns jetzt das Stargate und bauen direkt Phoenixes. Stalker schicken wir direkt hier ein Stückchen zumindest nach vorne. Wir holen uns auch eine Sentry dazu. Und müssen jetzt gleich die Exe nehmen. Das heißt, wir haben gleich drei Stalker, eine Sentry. Da sind sie nämlich. Okay, er zieht sich tatsächlich zurück. Okay, oder auch nicht. Schade, das wäre schön gewesen. Aber genau so soll man es eigentlich machen, ne, Leute?
lieber wieder hier kurz aufstellen. Und wir holen uns, da sind nochmal. Wird canceln. Ja, committed echt. Das ist ein Fehler, auch wenn er dann natürlich nochmal eine Probe mitbekommt. Aber trotzdem ist das ein Fehler. Ich sehne mich nach dem Kampf, Teleportation erfolgreich. So, oh, das könnte ein bisschen früh gewesen sein, dass ich dahin fliege. Und eigentlich müssten wir jetzt mal rüberfliegen. Zwei Phoenixes. Mit dem dritten Phoenix werden wir rüberfliegen. Drei Phoenix sind zwar nichts prinzipiell, aber wir müssen wissen, was sein Tech ist. Ob wir direkt Detection brauchen, weil das ist natürlich auch immer noch gut möglich. So, ihr seid bitte zwei. Checken, was haben wir hier so? Stalker, Opener, Nexus steht. Ich sehe hier eine Robo, noch ein Pylon, alles klar. Überhaupt Stalker, viele Stalker, könnte also auf Blink gehen, wobei wir noch keine Twilight gesehen haben bei ihm. Könnte natürlich einen Darkshrine oder so proxyen, damit muss man immer rechnen. So, einen Phoenix können wir noch gebrauchen. Danach brauchen wir einen Oracle für Revelation und auch Stasisfallen. So. Immer schöne Ressen mit Phoenixes, deshalb baut man sie ja auch. So. Kein Dings mehr da. Keine Energie mehr da. So, ein Oracle. Oh, schlechte Idee. Ich habe nicht so viel Energie auf meinen High-Templern. Auf meinen High-Templern, sag ich schon, auf meinen Phoenixes. Phoenixes sind entscheidend, die müssen natürlich gleich die Mortals liften. Habe ich viele Hoffnungen gesetzt. Jetzt liftet! Nein, bitte lifte. Reicht. Bündelt das Licht. Ich habe keine Energie. Natürlich ärgerlich. Das war durchaus grenzwertig, ja? Aber unser Immortal ist fertig geworden, der Void Ray leider erst nach dem Fight, aber immerhin. Das Oracle hat sich überhaupt nicht rentiert. Vor allen Dingen hat es mich eher behindert, weil ich meine Phoenixes nicht auf der Hotkey-Gruppe hatte, die ich eigentlich wollte, beziehungsweise das Oracle hat halt Priorität. Und das war natürlich suboptimal, was das Ganze angeht. So, aber das Warprism haben wir auch getötet, das war auch wichtig. So, unser Phoenix-Count ist natürlich jetzt arg zusammengeschrumpft. Das sollten wir gleich auch nochmal kurz ändern.
Wenn wir ein, zwei Phoenixes bauen. So. Kurzer Chronobus. Nö, so war das nicht geplant. Sehr schön. Twilight sollte eigentlich irgendwo stehen, oder nicht? Sonst könnte ich keinen Templars Archive geworfen haben. Da ist sie. Die obligatorischen Cannons für die Eco-Line, für die T-Harassment. Auf jeden Fall haben wir gleich ordentlich unser Geld ausgegeben. Und unseren Chronoboost auch. Oh, da kommt er wieder. Hatte ich nicht noch mehr Gates gebaut? Irgendwie habe ich zu wenig Gates. Hatte ich nicht irgendwo Gates gebaut? Da sind welche. Wann ist denn endlich das mal durch? So, ich brauche mir jetzt das nicht mehr. Jaha. Jetzt solltest du aber langsam eingesehen haben, dass du hier nicht durchkommst, Junge. Auch nicht mit 2-0. Ich habe immerhin jetzt 1-1. Wo ist denn das Warp Prison da? So, GG. Sehr schön. Hat auch gut geklappt. Wir sind jetzt bei einem MMR von, ganz knapp an Diamond 1. 4153, 4500 knapp brauchten wir. Nochmal der Hinweis. Und an dieser Stelle würde ich sagen, war es dann für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr euch zu Folge klicken. Unten ist ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.